Jo Leute, Maxstar hier und heute spielen wir Landwirtschaftssimulator 17. Heute geht's weiter auf der PGR Brutstar Map und zwar werden wir heute einmal mit dem Ladewagen Richtung BGA gehen, das heißt Biogasanlage, und wir werden nachher noch das Getreide zu unserem Hof bringen, das ist immer noch auf dem Feld draußen. Zuerst würde ich aber mal sagen, wenn wir mal diesen ganzen Ladewagen hier zur BGA bringen. So, jetzt muss ich kurz schauen, wo wir dann überhaupt hinfahren müssen. Weil wir fahren heute zum ersten Mal zur BGA. Was mir natürlich, was ich sehr, sehr seltsam finde, Leute, und zwar sollte das ja natürlich gehen. Man sollte ja eigentlich diesen Kipper hier, also respektive diesen Ladewagen, sollte man ja auskippen können bei den Kühen. Na, anscheinend hat es da wie einen kleinen Glitch oder Bug irgendetwas, dass es nicht funktioniert. Auf jeden Fall, entweder liegt es an der Mod oder es liegt an etwas ganz anderem, Leute. Manchmal haben Spiele solche Probleme, ich weiß, ich finde das auch mega doof, aber was soll ich tun, Leute? Ich bin da nicht begabt um solche Sachen, aber ich finde jetzt das halb so schlimm, denn wir können uns das Ganze natürlich auch ersparen, wenn wir das auf der Biogasanlage auf die Seite tun. Weil wir haben bei unserem Hof eben kein so ein Silo, wo wir das auf die Seite tun können zum Silage machen. So, jetzt muss ich da mal schauen. Wie kommen wir jetzt dahin? Da üben müssen wir, genau. Sorry, wenn ich da immer die Karte brauche zum Schauen, weil ohne Karte kann ich mich da nicht gut begabt. Okay, bei den Schweinen sind wir sehr schnell. Also deswegen habe ich mir überlegt, Leute, wir werden heute in dieser Folge das restliche Gras, das wir im Livestream natürlich gemäht haben und hier reingetan haben, werden wir bei der BGA natürlich auf die Seite tun. Und wenn wir es dann brauchen, dann können wir es auf jeden Fall dort abholen. Das ist auf jeden Fall sehr cool gemacht, würde ich mal sagen. Richtig geil auf jeden Fall. Genau. Also Leute, und nachher werden wir schnell... Wenn wir das ganze Zeug hier zur Biogasanlage gebracht haben, werden wir mal schnell mit dem anderen Tracker dann, wenn wir das Getreide natürlich zu unserem Hof bringen. Das steht auf jeden Fall mal fest. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich hatte noch eine dritte Arbeit vielleicht geplant, wir schauen mal. Eben die erste ist jetzt zur BGA gehen, die nächste Arbeit schauen wir noch. Das ist, wie gesagt, wenn wir das Getreide zu unserem Hof liefern, und nachher müssen wir weiter schauen. So, wir sind bei BGA, Leute, bei der Biogasanlage. Wir sehen heute zum ersten Mal in diesem Video diese Map. So, auf geht's, die Barriere öffnet sich. Tada, da sind wir, Leute, bei der BGA, bei der Biogasanlage. Und hier werden wir jetzt entsprechend mal dieses Gras hier hin tun. Da kann man auch gehäckselten Mais natürlich auch. Okay. Also, auskippen muss man das selber. Füllstand, Häckselgut. Okay, das ist für Häckselgut. Ich weiß nicht, ob man das auch für Gras benutzen kann. Ich nehme es mal an, ja. Weil wir haben ja auf unserem Hof nicht sowas. Also würde ich mal sagen, machen wir es doch gleich mal da. Vielleicht ist es ja da das Richtige. Na egal, Leute. Was spielt es für eine Rolle? Machen wir es doch einfach da. Okay. Ich lade es jetzt mal da ab. Okay, also die Biogasanlage, was gibt es da zu viel zum sagen, Leute? Die ist nicht entsprechend so groß. So, wir schauen mal, ob es überhaupt verdichtet. Okay, ja, es verdichtet eigentlich, aber das müssen wir jetzt nicht machen. Wir haben es jetzt mal da abgeladen. Also die Biogasanlage auf dieser PGR Brutstar Map sehen wir heute zum ersten Mal. Hat leider nur zwei solche, wie soll ich sagen,
Dem sagt man ja eigentlich auch Silos, Leute. Hat nur zwei solche Silos, wo man Häckselgut oder halt Gras oder Heu abladen kann. Bei den anderen Maps hat es einiges mehr. Und es gibt auch noch für andere Futter und so weiter. Da gibt es noch Güllensilos und so weiter. Also ist eigentlich schon richtig geil gemacht. Vielleicht nicht so groß, aber ich würde sagen, das ist jetzt eigentlich ziemlich nice gemacht, würde ich mal sagen. Okay, Türe öffnen können wir da leider nicht. Also Leute, dann machen wir uns ran auf die nächste Arbeit. Okay. Das wäre jetzt die nächste Arbeit. Ich habe eigentlich noch eine dritte vielleicht geplant. Genau. Wir werden zuerst jetzt mal dieses ganze Getreide hier werden wir zu unserem Hof bringen. Jetzt weiß ich es wieder, Leute. Wir müssen nachher nämlich gehen wir dann noch nachher noch Wasser tanken und werden dann noch den Tieren Wasser geben. Wir werden Wasser tanken gehen und dann werden wir den Tieren natürlich Wasser geben. Okay, Leute, also ihr seht, leider habe ich nur den ersten Kipper ganz voll gebracht mit dem Raps, das ist nämlich Raps. Und zwar der zweite auch ein bisschen, aber halt nicht so viel. Das finde ich halb so schlimm. Zuerst werden wir jetzt mal das ganze Zeug hier natürlich abladen. Und was ich euch jetzt gerade zu erkläre, das erfahrt ihr nämlich gleich jetzt, wenn ich das ablade nachher. So, kippen wir mal aus. Okay, der hinterste kippt zuerst. Dann kommt dieser an die Reihe. So, also Leute. So, wir haben das ganze Raps hier bei unseren Getreidesilos abgeladen. Und was ich sagen wollte dazu, und zwar, sieht es vielleicht nicht ganz so gut, aber ich sehe es sehr gut. Und zwar, schaut euch das mal an. Das sind einfach riesen Silos, Leute. Es sind einfach viel, also riesen Silos, es sind viele Silos, Leute. So viele Silos habe ich noch nie bei einer Map gesehen, Leute, da von LS17. Wirklich mega, mega nice. Finde ich ganz, ganz toll. Und da hat es noch größere Silos. Boah, Leute, schaut euch das mal an. Also wir haben auf jeden Fall, wenn wir da viel Getreide machen, wir haben dann, wenn diese alle voll sind, na, eine Menge. Sehr, sehr eine Menge haben wir davon. Boah, Leute. Da sieht man es noch genauer, Leute. Da sieht man es einigermaßen noch genauer, dass es mehr Silos sind, Leute. Oh mein Gott, Digga. Also ich finde das auf jeden Fall richtig krass, muss ich sagen. Das ist auch ein Vorteil, was ich mega geil finde an der PGR Brutstar Map natürlich. Und jetzt würde ich mal sagen, lassen wir mal das Ganze hier stehen und machen uns mal bereit mit dem Wassertanker hier. Ich habe mir nämlich einen Wassertanker gekauft. Den werden wir jetzt auffüllen gehen. Wie ich gelesen habe, könnte man, glaube ich, auch andere Flüssigkeiten hineintun. Dann habe ich mir überlegt, ob überhaupt auch Milch hier reingeht. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich denke, das ist nur für Wasser gedacht. Also ich denke schon, dass es das gehen würde mit Milch, aber wahrscheinlich ist er nur für Wasser gedacht. Gehe ich jetzt mal davon aus. Wir werden schnell da eine Abkürzung nehmen, ausnahmsweise machen wir das schnell. Ich nehme jetzt nur ausnahmsweise eine Abkürzung, Leute, und dann werden wir schnell das Wasser auffüllen gehen. Und nachher werden wir dann... Oh, jetzt bin ich da falsch gefahren. Na, super. Ich muss da außen rum fahren. Aber nicht da, wo der Haag ist, bitte. So, ich muss jetzt halt da schnell die Abkürzung nehmen. Kann ja mal gut gehen. Wir müssen da eine Abkürzung nehmen. Was jetzt aber das Blöde ist, wir könnten gleich wieder zur BGA fahren, Leute. Wir könnten gleich wieder den gleichen Weg zur BGA nehmen, weil... Schaut euch mal an. Die BGA ist gleich dort oben, Leute. Egal, nehmen wir die Abkürzung. Ich denke, das geht vielleicht sogar noch schneller.
Also falls ihr auch noch Mod-Vorschläge habt für den LS17, schreibt sie gerne in die Kommentare oder wartet lieber vielleicht noch, weil also schaut auf jeden Fall, was es für Mods sind, Leute, und wenn es Maps sind, kann ich euch sagen, da muss ich noch schauen, weil eventuell werden wir vielleicht nur noch diese Map vorstellen und dann kommt dann als nächste Let's Play-Reihe kommt dann LS19. Also Landwirtschaftssimulator 19 kommt dann an die Reihe. Und dann kann es sein, dass ich halt, wenn ihr euch Maps wünscht, dass ich die nicht spielen kann. Aber ihr könnt sie mal in die Kommentare schreiben, falls ihr ein paar Vorschläge habt. Oder Landmaschinen und so weiter. Also Landmaschinen kann ich auf jeden Fall ganz locker easy herunterladen. Das ist kein Problem. Das können wir gerne machen auf dieser Map. Aber mit den Maps müssen wir noch schauen. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr Landmaschinen oder Maps und so weiter habt. Aber ich werde bald schauen für den LS19 und sonst werde ich dann halt auch schauen, ob es diese Mods dann auch für den Landwirtschaftssimulator 19 natürlich gibt. Sehe ich da gerade. Wir können ja da außen rumfahren. Da genau. So, jetzt möchte ich aber nicht da einsinken, bitte. Ich möchte jetzt da das Ganze ein bisschen eleganter machen hier. Okay, war jetzt vielleicht nicht die schlauste Idee. Hier. Ah, mobiler Wassertank auffüllen. Ah, das kann ich schon von da unten. Eigentlich... Hey, bitte, sag mir jetzt nicht... Ey, Alter, auf das habe ich jetzt bitte kein... Hör auf, bitte. Nein, Mann. Nein! Leute, ich bleib stecken. Oh mein Gott, nein! Bring ich das noch raus? Na Leute, super, na Scheibe. Was soll ich jetzt tun, Mann? Ach du Scheibe, Mann. Okay, wisst ihr was, Leute? Wir machen jetzt etwas anderes. Und zwar, wir setzen jetzt diesen Trecker zurück und nehmen jetzt diesen hier von der Biogasanlage. Gut, dass der da steht. Geh schnell in den hier hinein. So, jetzt nehmen wir diesen. Wir werden jetzt da, wo natürlich der mobile Wassertank ist, wenn wir jetzt hingehen. Wir müssen da halt schnell außen herumfahren. Ah, dieses blöde, diesen Haken da im Weg. Ne, das ganze Zeug legt halt auf. Ja, das war mein Fehler, Leute, weil ich habe natürlich da nicht zu wenig geschaut, oder besser gesagt, ja, ich habe zu wenig geschaut hier, dass das jetzt passiert ist. Ich hätte besser aufpassen sollen, aber halb so schlimm, Leute. Okay, so, Leute, wir sind mittlerweile, so, jetzt möchte ich aber den gleichen Fehler nicht nochmals mit diesem Trecker machen, sonst haben wir den dann, sonst haben wir den Salat, das möchten wir ja nicht. Komm schon, den. Digga, willst du mir jetzt ernsthaft erzählen? Ich kann den nicht ankoppeln. Nein. Ah, das war auch gut. Ja, das war eine gute Idee. Das war nicht schlecht. Das war jetzt wirklich nicht schlecht. Wir verschwenden zwar da ein bisschen Zeit, wenn das Ganze hier noch eine Weile dauert, bis ich da das Ganze... So. Mobiler Wassertank auffüllen. Wir sind zwar nicht ganz heruntergefahren, aber... Egal, Leute, kein Problem, kein Grund zur Aufregung. So,
Der mobile Wassertank wird natürlich aufgefüllt. Also wir werden jetzt allen Tieren, würde ich mal sagen, wenn wir mal Wasser geben. Und dann würde ich dann nachher auch sagen, beenden wir dann nachher die Folge. Also zuerst kommen die Schweine an die Reihe. Und nach den Schweinen kommen dann die Schafe an die Reihe. Und nach den Schafen kommen zuletzt noch die Kühe. Okay Leute, das haut hin. Das haut wirklich hin. Ich denke, das wird von der Zeit her reichen. Ich denke nicht, dass es jetzt wieder so ein langes Let's Play sein wird wie letztes Mal. Das von letztes Mal war wirklich ein bisschen übertrieben lang. So, ich werde jetzt noch das hintere Licht da anmachen, sonst haben wir da zu wenig Licht. Also, in der nächsten Folge wird dann wieder entweder Overwatch oder Euro Truck Simulator kommen, soviel ich weiß. Overwatch hat bei mir wieder ein Update gemacht und viele sind ja damit einverstanden. Habe ich ja gestern im Livestream gehört, dass ich die Facecam mal größer machen soll. Nämlich werde ich das auch tun, Leute. Und ich werde es aber bei so einem Fortnite-Livestream machen, aber nicht bei einem ganz wertvollen Stream. Weil da möchte ich wirklich schauen, dass die Videos in perfekter Qualität natürlich hochgeladen werden. Und dann würde ich mal sagen, werde ich das mal testen. Natürlich hoffe ich auch, dass es bei Fortnite flüssig läuft. Das wäre natürlich mein Traum, Leute. Das wäre wirklich mega cool, wenn das klappen würde. So. Ja, da vorne haben wir, glaube ich, keine Schweine, ne, oder? Ne, da haben wir keine. Wir haben nur hier. So, jetzt werde ich mal da schauen, wo ich denn denen überhaupt da Wasser geben kann. Oder ob das überhaupt möglich ist. Ich glaube, das ist gar nicht mal möglich, Leute. Zwar sollte eigentlich schon möglich sein, aber wird jetzt ein bisschen eine kritische Phase. Okay, also das sind eindeutig zu viele Schweine, zum da überall Wasser verteilen. Das wird mir ein bisschen zu heikel. Okay, da geht's nicht. Nee, da ist anscheinend keine Schweine. Da sind anscheinend keine Schweine drin. Da vorne auch nicht. Okay, Leute, ich habe mich entschieden. Wir werden jetzt den Schweinen kein Wasser geben. Das werden wir dann in einem anderen, in einer anderen Folge werden wir das Ganze noch tun. Oder testen wir mal, ob es überhaupt funktionieren würde. Doch. Wir testen mal bei einer Bucht, ob das überhaupt funktioniert. Okay, ja. Funktionieren wird es, Leute. Wir können ja mal einen kleinen Test machen. Okay, nee. Es steht zwar die Taste für das, aber es geht nicht. Also ich wollte jetzt geben ein bisschen, aber es geht nicht bei den Schweinen. Also können wir das komplett vergessen, Leute. Das können wir komplett vergessen. So, dann schließe ich da nämlich das Ganze auch noch. So. Also, Leute. Dann werden wir jetzt ab zu den Schafen gehen, würde ich doch mal sagen. Ne? Gehen wir doch zuerst zu den Schafen und dann würde ich dann sagen, noch zu den Kühen. Und dann sollte das Ganze auch schon für heute gewesen sein, für diese Folge natürlich. So, ich werde jetzt mal diese Ausfahrt hier benutzen, das ist richtig. Dann können wir da gleich ein bisschen eine Abkürzung nehmen, damit es doch ein bisschen schneller dauert. So, mache ich das Tor noch zu. Okay, so Leute, wir werden jetzt natürlich zu den Schafen gehen. Bei den Schafen, denke ich, sollte es 100% gehen. Sollte es. Bei den Kühen sowieso auch. Also von daher sollte das Ganze kein Problem sein. So. Abkürzung erfolgreich gemacht. Und bei den Kühen sind wir da sowieso schnell über die Felder und dann
können wir dort noch ein bisschen geben und dann haben wir dann das Ganze auch schon. Also wir müssen jetzt ein bisschen einteilen, Leute. Wir dürfen nicht zu viel den Schafen geben. Das ist jetzt wichtig. Ein bisschen dürfen wir geben, aber wir dürfen nicht zu viel geben. Okay, nur diese eine Bucht hier. Kann man da den Schafen etwas geben? Da geht's nicht. Bei der anderen sowieso auch nicht. So. Okay, dann fahre ich da mal rückwärts. Und fahre natürlich normal hinein. Wird jetzt ein bisschen eine komplizierte Sache, Leute. Und zwar kann ich euch auch gleich erklären, wieso. Erstens nicht wegen dem Trecker, sondern ich muss jetzt da das Ganze halt mal in der Innenperspektive machen. So. Sieht man kaum etwas, okay. So. Eigentlich schon ein bisschen zu viel gegeben. Aber es sollte auf jeden Fall ausreichen, Leute. Es sollte ausreichen. So, wenn das jetzt klappen würde, öffne ich da das vordere Tor. Dann können wir da natürlich auch gerade hinausfahren. So. Ein bisschen fies finde ich es da schon für die Schafe, dass die nur drin bleiben können und nicht raus können. Das finde ich wirklich ein bisschen fies. Ich habe gehört, man könnte bei LS17 die Map könnte ich da noch ein bisschen verändern. Man könnte vielleicht da einen Zaun bauen, dass die da vielleicht auch raus können. Das wäre eigentlich geschickter, würde ich das machen. Das wäre wirklich einiges besser. So, Tor zu und das heißt, wir können jetzt ab zu den Kühen gehen. Die Schafe haben genügend Wasser. Und jetzt können wir den Kühen noch Wasser geben und dann haben wir das Ganze dann auch schon. Bei den Kühen wird es einiges schwerer, Leute. Und zwar weiß ich da nicht, wie viel Buchten, dass wir da Wasser geben können. Natürlich machen wir jetzt das Ganze nicht mehr ganz so lange, weil sonst wird die Folge wieder mega lang. Die vorletzte Folge ging ja etwa 49 Minuten, Leute, und das möchte ich natürlich nicht mehr, dass es vorkommt. Deswegen möchte ich jetzt da nicht so lange herumtrödeln und herummachen, weil das war wirklich nicht nötig, dass ich so lange eigentlich aufnehmen musste. Aber es lag nicht am, das lag eigentlich nicht nur alleine an mir, das lag auch daran, dass es ein bisschen lange gedauert hat wegen der ganzen Aufnahme und so weiter und wegen, vor allem wegen dem Auflieger, wegen dem Tanker war da ja das Problem, wegen dem Dieseltanker, weil der ja so schwer war. 150 Tonnen, Leute, war. Das war wirklich mega schwer. So, jetzt ist nur die Frage. So, okay. Das sind die Kühe, genau. Das sind die Kühe. Also Leute, wir werden jetzt nicht zu viel da herausgeben. Das sollte ja klar sein. Da kann man auch nicht überall viel geben. Seht ihr, das ist ganz easy da. Also eigentlich können wir das bei allen verteilen, Leute. Das ist ja kein Problem. Was mich einfach so mega fasziniert, die riesen Silos an dieser Map, finde ich wirklich einfach mega geil, okay. So, stopp. Jetzt haben diese Kühe ein bisschen Wasser. Und da müssen wir eigentlich groß nicht verteilen, denke ich jetzt mal. Sollen wir es? Nein. Okay, Leute, da können wir leider kein Wasser geben, weil innen ist ja nur für Futter gedacht. Oder wollen wir es besser mal ausprobieren? Komm Leute, wir probieren es doch besser mal auf Nummer sicher gehen. Ist immer der bessere Weg. Ausprobieren kann man es ja. Warte mal. Ne, seht ihr. Also, geht nicht Leute. Kann ich auch nichts machen. Wenigstens haben wir den vordersten Kühe ein bisschen Wasser gegeben. Respektive nicht ein bisschen. Wir haben das
den ganzen Trog gefüllt mit Wasser. Und wir haben jetzt noch genügend Wasser, das würde ich mal sagen, sparen wir da. Werde ich mal da den, diesen ganzen Trecker hier mal für einen Moment hinparkieren. So, also Leute, das sollte es auf jeden Fall gewesen sein. Ich habe gar nicht gewusst, dass das heute so schnell geht in dieser Folge. Hat mir auf jeden Fall mega gut gefallen und euch noch diesen Silos zu zeigen, hat mich auch mega fasziniert und war wirklich mega geil. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, Leute, und ich bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss.